Buongiorno a tutti, Kaffeefreunde, herzlich willkommen bei Kaffeeservice Celano. Heute habe ich für euch etwas besonders vorbereitet, viele verschiedene Kaffeesorte und dann haben wir heute hier eine Espresso Appartement Siebträgermaschine. Ja? Ich denke, jeder von euch schon kennt, die meisten. Das Ganze ist eine berühmte Hersteller, Rocket, sehr stabil, macht einen super Kaffee. Wiegt auch sehr viel, ist wirklich sehr gut aufgebaut in Detail, das heißt, bis jetzt ist er keine scharfe Kante, also wirklich, die haben Wert darauf gelegt, aufzubauen, zum Beispiel eine komplett Edelstahl, komplett jetzt vernünftig Edelstahl, wie heißt das, habe ich den Namen vergessen jetzt, aber habt ihr verstanden, ja, und hier, wie ihr sehen, super aufgebaut und ja. Also wegen dem Gewicht ist sehr, sehr schwer. Das heißt, wenn ihr wohnt auf die erste Etage oder zweite Etage, lieber mit zwei eine Freunde holen. Bitte hilf mir und dann, also zwei Leute braucht ihr die Maschine zu tragen. Nicht unbedingt zwei Leute, aber wenn ihr nicht so viel Kraft oder Mädel sein oder die Maschine wiegt schon sehr viel. Ist alles möglich alleine, ich trage alleine, ich bin schon daran gewöhnt. Ist mein Beruf. Selber Maschine, Kaffeemaschine Techniker muss die Kaffeemaschine oder will oder nicht einpacken, das ist klar. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Aber wer nicht daran gewöhnt ist, etwas schwer hochzutragen, ist besser lieber Hilfe holen. Okay. Ich erzähle euch ein bisschen über die Maschine oder generell Wissen, weil viele schreiben mir immer: Antonino, welche Maschine ist der beste? Antonino, welche Kaffee ist der beste? Das ist eine zu generische Frage und dann sehr, sehr schwierig, weil jeder von uns etwas anders, was an Kaffee geht und Geschmack und so weiter. Ich habe auch beobachtet, dass ihr kauft eine Kaffeemaschine nur rein optisch. Ja, das heißt, der erste Eindruck muss euch gefällt. Das, was ich beobachtet habe. Egal welche Empfehlung ich euch gebe und so weiter. Ne? Ich habe manche Kunden bei mir, ich lasse mehrere Modelle anschauen, die sagen, ja, das ist gut, das ist, aber Antonino, welche ist die beste? Beste? Also mittlerweile sind fast alle identisch, verändert sich sehr, sehr ganz wenig drin, weil eine Kessel, eine Boiler, eine Heizung, das gleiche Gruppe, nur andere Wasser an, hier hast du rund und die andere zum Beispiel Quadrat, also am Ende in sich sind gleich. Ja, und manchmal ich gebe eine Empfehlung, sage diese Maschine. Obwohl die Maschine 300-400 Euro günstiger ist und an der Frau oder dem Mann die Maschine nicht gefällt, obwohl das identisch und sogar mache auch eine bessere Espresso, zum Beispiel an diese oder andere, oder? Sage nein, lieber diese. Weil optisch stabil zum Beispiel, also ist sehr berühmt und gefällt auch. Das heißt, manche Leute kommen, will alle wissen, Verbrauch, wie viel Strom verbraucht das, bla 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 bla. Und am Ende entscheidet sich nur optisch. Verstehst du, das sind 300 Fragen und am Ende die Frau sagt, mir gefällt das und wird das gekauft. Oder der Mann, was, das heißt, Entscheidung, egal wie ihr viel recherchiert und so weiter, ihr werdet immer angezogen zu den optisch. Das ist, was ich bis jetzt als Techniker beobachtet habe. Weil es gibt auch günstige Maschinen, sind fast die gleich, produzieren den Kaffee super, aber wenn Haupt nicht gefällt, ist auch da. Okay, das heißt, macht euch weniger Kopf, was hast die Maschine, wie ist die drin aufgebaut, ist isoliert, nicht isoliert, weil am Ende ihr entscheidet euch nur für rein optisch, ja. Und du sind in dem Zustand von heute zu Tagen, fast alle Hersteller baut sehr, sehr gute Maschinen. Damals war unterschiedlich, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass die Kaffeemaschine kommt nur von einer Fabrik, werden nur die Stempel geändert, aber weil zu fast identisch sind. Alle Bauteile sind fast gleich, das heißt, sucht euch eine Maschine, es macht keine wirkliche Wahnsinn Gedanken, gefällt euch zum Beispiel dem Modell gut, passt perfekt für eure Küche, kaufen und dann und gut ist, weil sind wirklich fast alles. Was zum Beispiel richtig beobachten und dann Geld investieren sind zum Beispiel Kaffeemühle. Ja, hier haben wir zum Beispiel eine Eureka-Mühle, sind die meisten auch verkauft, die funktionieren sehr gut, sind stabil,
und machen wirklich seinen Job, bis jetzt, was ich beobachte. Gibt viele andere, Ersteller oder Mühle oder Maschine. Ihr müsst nicht diese kaufen, weil ich heute erzähle das. Das ist nur ein Gefühl oder meine Meinung, was ich euch weitergeben. Okay, weil die Mühle ist wichtiger als die Maschine selber. Weil wie gesagt, die Maschine muss, okay, die Pumpe, jeder hat eine Vibrationspumpe, jeder hat eine Kiste, jeder hat das gleiche Sprühkopf. Die Maschine bringt heißes Wasser durch, okay? Was wichtig ist die Mühle. Wenn die Mühle denn eure Kaffee, die Bohnen, schlecht macht, egal ob 10.000 Euro Maschine könnt ihr kaufen und die Mühle schlecht ist, ihr kriegt keine vernünftige Creme, ihr kriegt nichts und schmeckt schlecht. Ich bin immer tätig mehr im Gastronombereich und mittlerweile sind auch Mühlen, wo zu schnell laufen. Man denkt, ja, wow, ich habe 2 Sekunden Kaffee. Ich habe immer schneller, immer muss schnell. Oh, wenn du ein paar Sekunden wartest vor der Mühle zum Beispiel, ist schlecht. Meiner Meinung nach ist es nicht. Ich habe schon beobachtet, dass manche Mühle zum Beispiel den Kaffee mit dieser schnellen Umdrehung den Kaffee zerstört. Weil durch diese schnelle Umdrehung zerstört die ganze Bohne und diese Hitze. Also ich habe auch Veränderung gesehen mit der gleichen Maschine, 2 unterschiedliche Mühlen. Das gleiche Kaffee macht eine riesen Unterschied. Das heißt, bitte lieber Geld ein bisschen sparen oder weniger Geld investieren in eine Maschine und aber eine gute Mühle reinzuholen zu Hause. Ja? Weil ich kenne sie, aber ja, ich kriege keine Creme, ich kriege, welche Maschine hast du, welche Maschine? Ja, ich habe eine Maschine, ich habe 2,5 gekauft, ich habe 2.000 oder 1.000 und bla bla bla. Aber ich kriege nicht, den Kaffee schmeckt nicht und so weiter. Welche Mühle hat, und nun gehe ich nach Hause, sehe diese Mühle, meine Güte. Die erste Reaktion war das, ne? Und er hat gesagt, hallo, hast du 2.000 Euro Maschine und dann hast du 200 Euro Mühle. Hättest du lieber weniger Geld für die Maschine, aber eine vernünftige Mühle kaufen müssen. Okay, das heißt, Mühle spielt auch eine Rolle. Ja? Und, okay. Dann zeige ich euch kurz die Maschinen. Und, ja. Das heißt, aufpassen, Mühle ganz wichtig. Später komme ich dazu mit den, erzähle ich euch ein bisschen über Kaffee. Also die Maschine, wie ihr seht, auf der linken Seite habt ihr eine Dampfpflanze, auf der rechten Seite habt ihr Heißwasser. Bei diesen neuen Modellen von Rocket oder generell mittlerweile fast alles Haushaltsgeräte haben die diese Rohren, dass du kannst du anfassen. Okay? Ich mache für euch einen Test zum Beispiel. Also unten kannst ihr an den Spitze, wo die Löcher sind, bleibt wahnsinnig sehr heiß. Okay? Aber ihr, da drin ist eine Teflon-Schlauch und ihr könnt zum Beispiel machen wir, anfassen. Und passiert nicht. Okay? Was auch mir in diese Maschine gefällt. Also, den Power ist nicht wahnsinnig extrem. Aber bleibt immer schön durchkonstant. Das ist, was auch sehr gut ist. Ja? Als Setup, ich empfehle euch immer so eine Milchkanne zu kaufen, eine Lappe immer dabei zu haben, wenn es muss, weil nackt, dass ihr die Milch aufgeschäumt habt, schön reinigen. Ja? Und wieder aufmachen. Kurz in der Lappe selber. So den Halter oder den Milch, was drin ist, raus ist und bleibt es schon vernünftig, es ist nicht schmutzig und die Löcher bleiben die schön frei. Okay, das ist eine Kleinigkeit, aber es ist ganz immer wichtig. Nach dem Milch aufschäumen, schneller sofort sauber machen, das heißt so eine Mikrofasertuch immer dabei zu Hause und schön machen und dann gut ist. Okay, ihr könnt anfassen, es ist lauwarm. Das heißt, wenn ihr 3-4 Cappuccini vielleicht oder 5 nacheinander, dann wird es sehr heiß, muss ein bisschen aufpassen. Aber ihr habt diesen extra Adapter, Plastik, da könnt ihr einfach bewegen. Also passiert nicht, ihr oben könnt leicht
zum Beispiel anfasse. Und ja, auf der rechten Seite haben wir den Heißwasser. Das Ganze nochmal. Ich mache später einen Test für euch. Zum Beispiel hier mit dem Heißwasser könnt ihr aufmachen und die Tasse warm machen. Okay? Bevor ihr einen Espresso vorbereitet. Das ist sehr gut, was mir gefällt in den Zweikreis. Ist einfach so, dass du die Tasse einfach warm machen kannst, im Gegensatz zum Beispiel ein Kreis oder die Maschine, das keine Wasser anhaben, hast du nur den Dampf. Geht auch mit Dampf, das ist klar. Du kannst die Tasse auch nur mit dem Dampf auch ein bisschen warm machen. Na, gibt mehr Möglichkeit. Und ja, ihr in diesem Moment, ihr habt zum Beispiel auf den Oberflächen oben hast du einen Platz, wo du mehrere Tassen drauflegen kannst. Und hinten hast du, das ist die Decke, hast du zwei Löcher, wo du die Finger reinsteckst. Und dann hier hinten hast du einen Wassertank. Den Wassertank, wenn ihr seht zum Beispiel, ist offen oben. Das heißt, Wasser reingießen gehen ganz einfach. Unten habt ihr diese Wasser raus, Ausgang sozusagen, wo die Pumpe sich das Wasser reinzieht. Und hier ist eine Dichtung. Okay, ich empfehle euch eventuell nicht nur bei dieser Maschine, bei fast alle Maschinen, nicht den Wassertank immer ausziehen und dann nachfühlen und wieder reindrücken. Okay, weil mehr ihr den Wassertank rein und raus, könnt ihr selber aus Versehen den Dichtung beschädigen. Oder mit der Zeit hat er mehr Verschleiß, Abnutzung. Okay, das heißt, den Wassertank, der geht einfach leicht. Also, der Wassertank, ich gebe euch eine Empfehlung, immer drin lassen, mit einer Flasche oder einer Karaffe Wasser einfach nachgießen. Natürlich, wenn es schmutzig da drin ist und so weiter, ab und zu, zum Beispiel einmal in der Woche, könnt ihr einfach schon sauber machen, damit keine Kalkablagerung oder egal was, könnt ihr rausziehen. Aber wenn jeden Tag das machen muss, das bitte nicht machen. Okay. Und eventuell, wenn ihr zu Hause habt, jeder hat ein bisschen Vaseline oder sowas ähnlich, machst du ein bisschen Vaseline in die Dichtung drumherum. So habt ihr, die Dichtung bleibt immer sehr ein bisschen feuchtig und so weiter und gehen ganz selten kaputt. Okay. Und was euch auch interessant für manche Leute sein kann, ich. Weil die Maschine ist sehr, sehr schön, ne? Ist alles in Stahl und die Tasse nur einfach so drauf zu legen, ist ein bisschen schade, weil du kratzt die ganze Oberfläche und sieht immer schlecht aus. Ich benutze bei professionellen Maschinen, Moment, die Schule vielleicht habe ich da, ja. Bei professionellen Maschinen, wir haben diese Plastikgitter, dass ihr das finden in. Egal bei welchen Gastronomen ihr in einen Café reinkommt, überall. Ja? Die Gastronomenmaschine kommt immer mit so solche Plastikgitter ausgestattet. Du tust es drauf, hast du eine schöne Tasse, die Tasse bleibt warm und zerstört deine eigene Maschine nicht. Okay, mit der Hitze später irgendwann gehen kaputt, das ist klar, weil Plastik ist und so weiter. Und da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, ja, wie kann ich vielleicht mehrere für euch so eine gute Lösung sein kann. Und ja, gibt Standardmessing und so weiter. Ich habe diese großen mir geholt. Und wenn ihr seht, jetzt für dieses Modell zum Beispiel ist dann ein Tick größer. Ja? Aber das könnt ihr zum Beispiel schneiden. Das ist kein Problem. Das ist Plastik. Ihr könnt mit einer großen Schere oder mit einer Zwicke oder Seitenschneider zum Beispiel macht ihr zum Beispiel so. Ja, wer Interesse hat, muss nicht unbedingt diesen Plastikding, das ist eine Empfehlung, was mir spontan jetzt reingefallen ist. Und dann kurz hier so schneiden, messen und dann später schneiden und so weiter. Ja, und so, ihr könnt schön eure Tasse hier drauflegen, bleiben die warm und kratzt und zerstört die Maschine nicht. Und so schlecht, meiner Meinung nach, sieht man gut aus, weil schwarz passt auch mit der Seite von. Also, wenn schön geschnitten ist, dann passt perfekt und habt ihr schöne warme Tasse und
die Maschine bleibt einfach sauber ohne Kratz. Und wenn ihr vielleicht in Zukunft verkaufen möchtet, ist aber immer ein Vorteil, weil weniger gekratzt ist, schöner. Könnt ihr natürlich mehr Geld verlangen, wenn der Zustand immer vernünftig eingehalten ist. Okay, das war eine kleine. So, später, was haben wir? Das da habe ich gewonnen. Okay, ich habe jetzt, machen wir ein bisschen, bevor zum Beispiel wir einen Espresso vorbereiten, ich lasse immer die Maschine spülen. Okay, so, das ist ganz wichtig, ein kurzes Flash. So ist die ganze Heiß, der ganze Dampf, was sich hier ein bisschen befindet, sozusagen raus. Und kann, weil wenn zu heiß ist, kann eure Kaffee den Kaffee selber zerstören, den ganzen Geschmack zerstören. Das heißt, bevor ihr einen Espresso macht, macht ihr die Tasse warm, okay? Was wir vorher zum Beispiel gemacht haben, warm mit Eiswasser, immer ein Flash, damit ihr sicher seid, okay, es ist nicht zu heiß. Und machen wir jetzt einen Test, ich weiß nicht, welche. Also ich benutze Eureka-Mühle generell für zu Hause, weil mir gefällt, dass sie ganz stabil sind. Malung, Ergebnis ist sehr gut. Bis jetzt, ich habe nie Probleme. Alle Mühle, was ich verkauft habe, haben die bis jetzt kein Problem. Das heißt, die gehen fast nicht kaputt, was gut ist, weil ich muss selber die reparieren. Und ja, muss ich, ja. Und okay, mache ich kurz nochmal kurz. Okay, seht ihr, die ganze Dampf ist weg. Ja, und dann ist super. So können wir unsere Espresso selber nicht zerstören. Ich weiß nicht jetzt, was rauskommt. Weil vorher habe ich ein bisschen rumgespielt mit der Mühle, weil ich bin immer an neue Sorte am Testen. Das heißt. Also ihr könnt auch mit so einer Maschine wie eine kleine Präinfusion. Manche von euch vielleicht wissen nicht, wenn ihr den Hebel ein bisschen hoch machen, ja, ein bisschen hochheben, aber nicht den Taste hinterdrücken, einfach nur ein bisschen hochheben, so lässt ihr das Wasser ein bisschen reinkommen, ohne dass die Pumpe startet. So habt ihr wie eine kleine Präinfusion, erzähle ihr zum Beispiel 5 Sekunden, okay, jetzt tropfen, ein bisschen hat getropft und dann könnt ihr starten. Das heißt, auch mit solch einer Gruppe, ihr könnt eine kleine Präinfusion. Was gut ist in dieser Präinfusion, der macht schon den Pad schon ein bisschen nass. Den Pad, sozusagen den Kaffeepad, so ein bisschen nass. Man kann ein bisschen mehr Aroma extrahiert und so weiter. Der Kaffee ist ein bisschen schneller gelaufen. Er muss sich später ein bisschen feiner, aber wie ihr gesehen habt, ist ganz leise, die Maschine, Mühle ist auch sehr leise und ja, gehen wir jetzt kurz drüber Geschmackssachen. Ja, weil viele sagen, Antonino, warum hast du nur weniger Auswahl in deinem Shop und so weiter? Also ich konzentriere mich, ich will Qualität haben. Ich könnte alle Kaffee der Welt verkaufen, alle Maschinen der Welt verkaufen, weil wenn du Geld hast oder etwas verkaufen willst, jeder gibt dir, jeder Kaffeerösterer gibt dir den Kaffee, jeder Esteller gibt dir die Maschine und so weiter, aber ich will nicht die Masse verfolgen, ich will nicht weniger Kaffeeauswahl, aber sehr gut, ja, ich will nicht alles, was ihr unterwegs finden könnt. Mir gefällt, okay, diese Kaffee habe ich nur ich und wenn ihr möchtet, muss zu mir kommen und das ist schön. Das ist wie eine Vertrauen oder so. Also ich will nicht zu generisch, aber sehr kleine, aber fein, weil wenn irgendwann zu groß ist, Auswahl, auch der Service ist schlecht ist. Okay, meine Stärke als Techniker, ich bin kein Verkäufer, meine Stärke sind im Service. Okay, manche sagen, Antonio, ja, bei dir kostet zum Beispiel die Maschine 50 Euro mehr. Was soll ich antworten? Wo hast du günstiger gesehen, dann kaufst du da. Was soll ich dir sagen? Oder viele sagen, Antonio, ich habe in diesem Online-Shop die Maschine 50 Euro weniger als du. Kannst du mir diesen Preis anbieten? Hätte ich diesen Preis anbieten können, hätte ich schon runtergemacht.
Leider nicht. Kann ich das nicht. Was ich euch zum Beispiel garantiere, ist, habt ihr kauft die Maschine bei mir, ihr habt einen Service. Ihr auf den Online-Shop ist die Nummer, habt ihr eine Mail, habt kauft die Maschine bei mir. Und dann habt ihr eine Probleme, habe ich WhatsApp, kannst du mich anrufen. Also Antonino, habe ich diese Probleme, was kann sein, kannst du mir kurz helfen? Oder also ich kann euch direkt helfen. Also mit mir, ich bin so daran gewöhnt, ich will zwischen Kunden und so weiter wie eine Beziehung aufbauen. Ja, so bin ich. Mir gefällt Kontakt mit den Leuten sprechen. Das heißt, wenn ihr Probleme habt, ich bin da. Okay? Vielleicht, wo ihr die Maschine gefunden habt, in einem anderen Shop und so weiter, kostet 50 Euro weniger. Aber dahinter, ihr wisst nicht, wer sich dahinter steckt, ob die selber Maschine haben oder Werkstatt oder Maschine repariert und auch und so weiter. Ja, ich hoffe, dass ihr den Konzept verstanden habt. Ich lege Wert an Service. Die Leute kommen zu mir und so weiter, weil die wissen, wer ich bin. Ich arbeite durch Mundpropaganda und so weiter. Oder YouTube, die Leute so, kommt irgendwann so durch mein Video eine Sympathie und so weiter. Also ich will, das sind meine Stärken. Wenn jemand sucht günstige und billige Maschine oder billiger Kaffee oder bei mir ist falsch. Ja, nur das kurz sozusagen. Okay, warum ich nicht extrem viele Sorte haben, weil will ich nur sehr, sehr gute Sorte zu haben. Ihr gibt auch eine sehr, sehr viele unterschiedlich, wie ihr das gesehen habt. Meiste von euch, wer mich kennt, wisst ihr schon, habt zum Beispiel diese Kaffee schon probiert. Ja? Zum Beispiel gibt Kaffee mit Schokoladegeschmack, ohne Säure oder ein bisschen aromatisch, mit weniger, mehr Frucht und so weiter. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, welche Maschine ihr zu Hause habt. Das heißt, auch den besten Kaffee der Welt, wenn ihr auch eine schlechte Mühle habt und so weiter und die Extraktion ist anders, dann kann auch schlecht schmecken. Okay, kommt drauf, welche Maschine ihr habt, welche Temperatur, den Druck, das spielt auch sehr, sehr eine Rolle. Okay, weil kommt drauf an den Vorbereitung. Wenn die Maschine schlecht, die Mühle schlecht, egal den teuersten Kaffee der Welt, das ich euch gebe, und dann schmeckt es schlecht. Das heißt, bitte bevor ihr sagt, oh, der Kaffee mir gefällt nicht, habt ihr wirklich gut die Mühle eingerichtet, habt ihr das gespült, den Fleisch gemacht, habt ihr wirklich kontrolliert, die Mühle war gut, die Grammatur stimmt und so weiter. Ja, nicht sofort, oh, wow, der Kaffee schmeckt nicht. Nein, man braucht ein bisschen Geduld, alle richtig einzustellen und dann nach und nach wird ihr immer besser. Und was auch beobachten haben ist, wenn ihr zum Beispiel immer jahrelang einen Kaffee getrunken habt oder diese Masseprodukte, was ihr unterwegs findet, ja, die sind anders gerostet als vernünftig Kaffee von kleinen Röstereien und so weiter. Das heißt, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe gesehen, Leute, dass sie immer diese schlechte Qualität an Kaffee, immer billiger Kaffee getrunken haben. Einmal, ich gebe die vernünftig Kaffee, schön mit Trommel geröstet, ganz langsam und so weiter, damit die Aroma sich spielen. Die sagen, boah, das gefällt mir nicht. Warum? Weil jahrelang immer mit der schlechten Qualität sich getrunken haben. Das heißt, der Unterschied ist so krass, das ist Wahnsinn, ja? Das heißt, du brauchst auch ein bisschen Zeit, bis wann von schlechter Kaffee zu der guten Kaffee wirklich du das verstehen kannst. Okay? Weil manche Sorte, du sagst, boah, es ist nicht für mich. Aber warte mal. Trinkst du diese Sorten einen Monat lang? Diese neue Sorte oder diese Bohnen? Ich garantiere dir, das erste Mal vielleicht könntest du nicht locker, boah. Eine ganze Woche, boah, sag ich, es ist nicht. Aber nach den ersten Wochen, und zweite Woche, dass du immer trinkst, dann kommt, aber weißt du was, es ist nicht schlecht. Also der erste Impact, wenn ihr einen Kaffee sagt, boah, es ist nicht für mich, liegt daran auch, dass es komplett anders gemacht ist und ihr müsst euch daran gewöhnen. Ich mag extra diese Probleme. Ich habe einen Kaffee getrunken, das ich nicht mag.
oder mit zu viel extrem Fruchti oder Säure. Ich trinke immer ohne Säure und so weiter. Aber wollte ich das? Ich kann euch garantieren, ich konnte mir nicht feststellen. Ich habe immer gedacht, nein, ich will das nicht mit Säure oder ein bisschen Frucht, nein. Nach Monaten, dass ich immer das trinke, habe ich mich gezwungen, ja, ein bisschen. Anfangen ein bisschen den Magen das. Aber danach, wenn ich wieder zurückkomme mit ohne Säure und so weiter, dann habe ich das vermisst. Das war unglaublich, weil ohne Säure und so weiter ist ganz stark, okay, trinkst du, hat diese Note und so weiter. Aber irgendwann möchte ich diese Abwechslung und dann diese ein bisschen Fruchting und aromatisch Kaffee ab und zu passt perfekt dazwischen. Das heißt, nicht sofort zu einem Kaffee Nein sagen, einfach probieren mit vielen verschiedenen. Das heißt, ihr müsst auch mit der Mühle spielen. Ja, kommt darauf, wie ihr einstellt, wenn zu schneller läuft, wenn zu langsam ist schlecht. Das heißt, ihr müsst vernünftig. Ich gebe euch einen Tipp. Für einen Espresso macht ihr so, damit ihr maximal zwischen 7,5 und 8,5 Gramm für einen Espresso maximal, okay? Und muss laufen in zwischen 20 und 25 Sekunden. Und wenn ihr einen Kaffee zubereitet, macht ihr das gleich. Grammatur könnt auch 8-9 Gramm für einen deutschen Kaffee, kleine Tasse. Und die Geschwindigkeit macht ihr auch für ein Kaffee 20-25 Sekunden ungefähr. Ja, muss nicht unbedingt, ja, da. Aber ihr müsst das Gefühl haben, muss nicht zu schnell und auch nicht extrem lang. Wenn zu schnell ist, bildet sich zu viel Säure und schmeckt schlecht. Und wenn zu langsam läuft, kommt bitter und verbrennt sich. Ja, das heißt, auch wenn der Kaffee gut ist, kommt alles an euch, wie ihr alles vorbereitet. Das heißt, ein bisschen aufpassen, ein bisschen rumspielen. Manche Kaffee, ich muss ehrlich sein, wenn ich zum Beispiel 25 Sekunden laufen lasse, dann schmeckt mir nicht. Mache ich einen Tick, ein bisschen grober, kommt ein bisschen schneller, läuft in 20 Sekunden, schmeckt mir besser. Obwohl das gleich Kaffee ist. Das heißt, Extraktion, Zeit, Sekunde und so weiter spielt echt eine Rolle. Okay. Ja, ich denke, habe ich sehr viel gequatscht, aber das freut mich immer. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, einfach unter dem Video einen Kommentar schreiben und so weiter. Und wenn ihr besonders leckere Kaffeesorte trinken möchtet, ihr wisst schon, wo ich mich finden kann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Sehen wir nächstes Mal, eure Techniker Antonino. Ciao.